Hier habe ich diesmal Zombie Survival The Board Game. Ist von Twilight Creations, habe ich mir irgendwann mal gekauft. Noch nicht gespielt bis jetzt. Gibt es auch, soweit ich weiß, halt nur in Englisch. Zack. Was halt auch cool ist, ist hier gleich, dass in dem Deckel direkt so ein Zombie drin ist, was auch sehr gut gemacht ist. Ja, habe ich ja gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Dann haben wir hier die Gebäude, Platten, Raum, Dinger, whatever, ich weiß es nicht. So, Supply. Hier haben wir die Erklärung, was man mit was machen kann, was zum Beispiel diese Waffe macht. Oder die Minivan Full Size. Dann haben wir hier diese ganzen Marker. Ja, ein portabler Generator, AK-47. Ein Schwert, eine Sniper, Holz, Person, keine Ahnung warum. Aha, Card Damage Marker haben wir hier. Taschenlampe, Alkohol. Wofür man einen Kühlschrank braucht, weiß ich nicht. Müsste man ja den Generator immer am Laufen haben. So. Hier haben wir nochmal, ich weiß es nicht. Ein paar Würfel. Oh, das ist ja mal süß. Die kann man doch eigentlich im Laden kaufen und als Deko verwenden. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir gelbe Zombies in rauen Mengen. Oder Senfgelbe oder was auch immer. Ah gut, hier sind so eine Karten. Camp Food. Und dann haben wir hier halt noch viele, viele Grünflächen. Aus welchem wahnwitzigen Grund auch immer, muss ich mir in meinem Haus Grünflächen bauen, aber ich weiß es nicht. Ich wollte euch jetzt halt nur mal den Inhalt von diesem Spiel zeigen. Gibt es auch relativ selten zu kaufen, glaube ich. Ich habe ein paar Spiele, die relativ rar sind. Ich weiß auch nicht, wann ich mir das mal gekauft habe. Aber jetzt habt ihr wenigstens mal gesehen, was so der Inhalt von dem Spiel ist. Viele Spiele, ja, man kommt halt nicht dazu, alles zu spielen. Ich habe so viele Spiele. Ja, da übersieht man dann oder schafft halt nicht immer alles. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Lasst mir einen Daumen da. Ciao.